Recht herzlich willkommen zur 224. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, was waren wir am Überlegen, ne? Wir waren am Überlegen, dass wir vielleicht die Orbitalstation erweitern, die wir da gebaut haben. Das war eine Aufgabe noch. Wir waren aber auch mit zwei Raketen nach Minmus unterwegs, die da Leute aufnehmen sollen. Nicht das. Und wir haben noch Duna ohne Wiederkehr, das ja auch noch irgendwo hinfliegt. Das ist aber noch ein paar Tage hin, bis da was passiert. Und müssen mal gucken hier, Minmus V6, wie weit die sind. Das ist ja jetzt da lang. Ein Tag und 3 Stunden sind die dann noch unterwegs, oder wie sehe ich das? Und die sind 8 Tage unterwegs. Ja. Dingens war 23 und die Cabin-Station, die muss erweitert werden. Das war auch noch eine Aufgabe, ne? Wo fliegen die rum da? So, jetzt ist die Frage, was die Aufgabe da sein sollte. Ja, wir gehen erstmal wieder ins Center und gucken da mal nochmal in die Aufgaben rein. Überhaupt, vielleicht ist es ja noch gar nicht mehr da, aber sollte eigentlich noch, ne? Da ist jetzt wieder der Bug, dann gehen wir nochmal raus. Gehen wir nochmal rein. Neue Orbitalstation bauen wollen wir nicht. Hier, das war die Expand-Geschichte. Also 5 gehen da gerade rein, oder wie sehe ich das? The board of directors at Floyd's Nomex Research Labs have raised some troubling issues. We are trying to figure out if all matter in the universe is as on Kerbin, but haven't come up with a conclusive test for it. We believe that you are much better positioned to deal with this than us. We need to build up our infrastructure around Kerbin to support future missions. We can't do this by expanding the station, Kerbin Station. Ja, wir sollen das erweitern. Prestige is trivial, expires in 3 Stunden 57 Minuten 51 Sekunden, genau, Duration 7 Jahre, also wir müssen es schnell annehmen in dem Sinne und haben dann Zeit. Kerbin Station is currently in orbit of Kerbin. Kerbin Station currently supports 5 Kerbals. Ja, das war wohl schon die Aufgabe, die erste. Be in command of Kerbin Station, das schaffen wir. Ensure that the station has an antenna, has a docking port and can generate power. Das, glaube ich, ist aber auch gegeben. Also Power und Docking Port auf jeden Fall und eine Antenne wird da auch sein. The facility supporting at least 10... Achso, wir müssen um 10 weitere erhöhen. Aha. Maintain stability for... Ne, das ist kein Problem. Put your station orbit of Kerbin. Put your station in orbit of Kerbin. Ja, das ist auch nicht das Problem. Also wir müssten prinzipiell diese Station, die wir jetzt da schon fliegen haben, wenn die 5 hat, nochmal hochschicken. Und da wir den Bauplan haben, wäre das ja jetzt nicht so das Problem, ne? Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir hier rein und dann gucken wir mal gerade nach dem Bauplan. Öffnen. Kerbin Station, Auto gespeichert. Das will ich jetzt aber nicht. Ich will die richtige Kerbin Station dann haben. Nicht die Auto gespeicherte. Die ist da. Laden wir die mal. Und gucken wir mal. Ja, 3, 4, 5 gehen dann da rein. Ja. Dann muss man gucken, wie will man da hochschicken. Nur wenn man da so viele hochschickt, ne, dann hat man bald keine Piloten mehr und sowas. Also Wissenschaftler. Aber wir können natürlich auch nur einen hochschicken. Geht ja auch. Und Antenne ist definitiv dran. Strom sehen wir hier auch. Und Dockingport, wo sitzen die da, ne? Sollte also auch kein Problem sein, die da dran zu kriegen. Hier oben ist ja auch noch einer, ne? Dockingport Junior und hier. Ist auch ein Dockingport Junior. Ja, das wäre also auch noch eine Möglichkeit, das Ding da hochzujagen, ne? Gehen wir mal raus.
Gehen da noch mal rein und nehmen das mal an. Das Ding ist ja auch da hochgekommen, ne? Den könnte man natürlich auch machen, ist klar. 5 Jahre Zeit. Ja. Rescue Tibet vom Orbit. Das Entscheidende ist ja, dass wir solche Leute dann auch wieder dann in unserer Crew haben, ne? Aber den müssen wir ja auch wieder runterbringen. Das ist ja das Nächste, ne? Das würde bedeuten, da musste wieder noch eine neue Rakete machen. Aber im Endeffekt annehmen kann man das sowieso, ne? Und ja, den aufnehmen ist ja auch nicht so schwer. Zack, den nehmen wir auch noch. So, und dann müssen wir überlegen, ob wir was wir zuerst machen. Wir können erstmal hoch mit der Rakete, die wir hier haben, um, sag schon, die Station zu machen. Dafür würde ich aber erstmal da Leute raussetzen. Der Ingenieur kann weg, der Wissenschaftler kann weg. Und Pilot müssen wir nochmal gucken. Haben wir hier den Tom Ford. Den nehmen wir mit und den Podke, den lassen wir weg. Ja, der Podke, der kann nämlich dann den anderen holen. So. Und da sind dann 5 Plätze, ne? Kann man den rüber? Ja, kann man. Der Tom Ford kann da noch was lernen jetzt erstmal. Ja. Und dann ist ja schon Start angesagt, oder? Probieren wir das mal aus, oder? Dass wir da erstmal hochkommen. No. Lädt und ist da. Na? Da ist er. Jetzt müssen wir hier das sehen können auch, ne? Pin Command of Kerbin Station sind wir nicht, weil wir jetzt hier das haben. Die Antenne ist definitiv da. Da, klar. 10 Sekunden stabil ist sie sowieso. Also das können wir schaffen. Das ergänzen wir, das kriegen wir dann auch in Put Your Station Orbit of Kerbin, das ist schon sozusagen dann passiert. Ja, die sitzt ja irgendwie ganz schief hier so, ne? Aber naja, das hat ja damals auch geklappt, dann wird das ja jetzt wohl auch klappen, ne? Gut, Schub ist schon voll, SAS ist nicht an, aber jetzt, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. 3, 2, 1, go! Ich habe gar nicht geguckt, ob das passt hier, ne? Ich will mal hoffen, dass wir alles richtig gehabt, ne? Mit dem, sag schon, Einstellung. Die dreht sich blöderweise weg. Aber ist dann halt so. Flott fliegen tut sie schon mal. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr zu halten, oder? Da muss ich aufpassen. Ah, jetzt dreht sie irgendwo hin. Das ist nicht gut. Ah, die geht ab. So ein Shit aber auch. Ist die Frage, ob ich die da noch abfangen kann. Ob ich die da hochkriege. Aber eigentlich müsste es ja auch noch was gehen, oder? Wie sieht denn das hier so aus? Ich glaube, da ist gerade ein bisschen viel kaputt gegangen. Das ist schade, wir haben keinen Antrieb mehr, das funktioniert also alles nicht. Glücklicherweise haben wir da Schirme dran. Das bedeutet, können wir mal gucken. Können wir irgendwas machen hier? Level up Crew. Okay. Start Research. Kein Dingens da.
Versetze die Crew. Na, Crew und Part. Okay, das hat sich dann erledigt. Da können wir nichts machen. Ja. Dann können wir hier noch gucken. Ist da irgendwo was? Ja, da ist ein Barometer. No pressure ist nicht. Lock Temperature ist nicht. Gu sehe ich nicht. Kann ich da noch irgendwas steuern? Ja, da sind ja die kleinen Steuerdüsen mit drin. Deswegen kann man da auch noch was steuern, ne? Auf 20.000 Meter, okay. Da kann ich noch was abspringen. Will ich aber gar nicht. Vielleicht kann ich das noch retten. Muss dann nur hier gucken nachher, ne, dass ich den da. Ach so, ja, warte mal. Wir drehen da so viel hin und her. Wir sind noch auf 17.000 Meter. Wir werden noch. Ne, wir werden schon langsamer, okay. Toggle Display brauchen wir nicht mehr. Ja. Tom Ford hat jetzt nichts gelernt. Innenansicht, die will ich jetzt aber nicht. Kann ich das nochmal drehen? Aber geht leider nicht, ne? Nur so. Wird auf jeden Fall langsamer. Ich will jetzt auch nicht zu früh das rausschmeißen. Nicht, dass uns nachher was abreißt, ne? Ich hoffe auch, dass die drei reichen, aber wenn, dann geht das unten kaputt und er wird ja wohl noch heile bleiben, oder? Deutsche. Und den auch noch bitte. Und dann muss das Ding mal umdrehen gleich, ne? Geht das? Okay. Naja, die gehen gleich auf und dann wird er wohl rumkommen, oder? Ja, jetzt passiert's schon. Okay, und der ist auch schön langsam und das reicht. Da kommen wir dann mit hin, alles klar. Machte mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, ne? Dass wir da hinkommen. Aber läuft ja noch. Okay, das ist fehlgeschlagen gerade. Er klatscht gerade, freut sich wahrscheinlich, dass er lebend wieder runterkommt. 400 Meter noch. Jetzt. 300 durch. 200 jetzt. 100 Meter, jetzt. 50 jetzt. Und die letzten Meter bis ins Wasser. Okay. Kann man irgendwas machen? Cabinet Access. Das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Start Research, wir haben keinen Wissenschaftler, wollen wir auch nicht machen, das ist also nicht pinnen, weg damit. Vielleicht können wir hier die Wassertemperatur messen oder den Wasserdruck. Macht er nicht. Gucken wir da nochmal. Macht er auch nichts. Haben wir sonst noch was? Ne, ich glaube nicht, ne? Das sind Batterien. Gu ist nicht dran, ne? Light Crew Bericht da. Auch nix. Kann man Eva machen? Und jetzt ein Crew Bericht. Macht er nicht.
Dann machen wir mal ein Board gerade und dann gucken wir mal, dass wir in die Luke drehen. Geht nicht. Ja. Da war nix. Gut, dann heißt das Rescue Vessel oder Rescue Recover Vessel. Und dann haben wir es wieder zurückgeholt. Kriegen wir ein bisschen Kohle, aber sonst auch nix, ne? Der Start ist in die gegangen, ne? Nix geholt. Doch hier, 1-0 steht da. Gut, Geld gibt's dafür zurück. Er hat jetzt nicht wirklich Erfahrungspunkte gesammelt, also erledigt. Ja, das war jetzt ein Fehlversuch, würde ich sagen. Ist aber glimpflich ausgegangen, kein Toter. Dann geht's ja noch. Ein bisschen Geld haben wir wahrscheinlich verbrannt, aber da haben wir noch ein bisschen was da. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge nochmal. Wir sind ja jetzt hier nicht unterwegs. Warte mal, das war Quack. Fortfahren, hier wollte ich hin. Wie viel Zeit haben wir denn da jetzt gerade weggemacht, weiß ich gar nicht. Können wir mal gerade gucken hier. Das war ja noch 8 Tage, 1 Tag. Das kann also nicht so... Ja, das ist reichlich Zeit noch. Okay, dann haben wir das. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt über die nächste Folge. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.